krasser Film. Höchst beeindruckend. Schockierend. Ja, wird noch nachhalten. So ziemlich die größte Gruselstory. Dass er ein kranker Mensch, der hier in Hamburg gelebt hat. Man sieht was, was man noch nie im Film gesehen hat. Wunderschönen guten Abend, die Damen. Ich musste zwischendurch mal meinem kurz weggucken. So ist so ein Film, wo man rauskommt, als hätte einem jemand ziemlich heftig in den Bauch geschlagen. Wir trinken jetzt alle einen Korn, das haben wir gesehen, das tut auf jeden Fall gut. Brutal gut. Diesen Film guckt man nicht, den erlebt man. Respekt. Es ist tatsächlich ein unfassbar guter Film.